war in den Anfangsjahren des sogenannten Dritten Reiches ein Ufa-Star. Sie war gerade 20 Jahre alt, als sich der Reichspropagandaminister Dr. Josef Goebbels in sie verliebte. Die Ehe Goebbels geriet dadurch ins Wanken. Hitler griff ein. Der Reichspropagandaminister musste sich von Lida Barova trennen und diese wurde dann kurz vor Kriegsausbruch in ihre Heimat in die Tschechoslowakei abgeschoben. Der ehemalige Ufa-Star, Jahrgang 1914, lebt heute zurückgezogen in Salzburg. Und in diesem Film erzählt sie erstmals über ihre Liaison. Die deutsche Kunst ist im Begriff, sich zu einer wirklichen Darstellung leidenschaftlich bewegter Weltanschauung emporzuheben. Der Charakter einer neuen Haltung gibt ihr das entscheidende Gepräge. Die Tendenz eines edlen und heroischen nationalen Wollens steht ihr auf der Stirne geschrieben. Unterdessen aber wollen wir die großen Werte echter deutscher Kunst an das Volk heranbringen, auf dass das Volk wieder zur Kunst zurückfinde. Der Ufa-Star Lida Barova war 21 Jahre alt, als Goebbels sich in die schöne Tschechin verliebte. Tagebuchnotiz von Goebbels: Barcarole. Das Thema etwas unglücklich, aber die Barova spielt wunderbar. Ergreifend und ans Herz rührend. ...1938. Goebbels besucht die Ufa in Berlin. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, eine deutsche Musik und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Ohne jede Reibung und Stockung wurde dieser Personal-, System- und Richtungswechsel durchgeführt. Und niemals waren in Deutschland die Künstler so geehrt, die Künste so begehrt und geachtet wie heute. Lida Barova wurde 1914 in Prag geboren. In Prag besuchte sie die Schauspielschule, wurde vom Film entdeckt. Und als sie gerade 20 war, hatte sie schon 19 Filme gedreht. Ein Star in der Tschechoslowakei. 1934 kam sie nach Deutschland zur Ufa und erhielt die Hauptrolle in dem Film Barcarole. Sperrt uns ein. Nein. Lieber das andere. Es ist das kürzere Verfahren. Ich fürchte, diese Küsse werden sauer schmecken. Wer weiß? Saure sind immer noch besser als gar keine. Aus dem Filmpaar Barova Fröhlich wurde auch im Leben ein Liebespaar. Das Ehepaar Josef und Magda Goebbels stand vorerst noch abseits. Ich kannte ihn nur von Guten Abend, auf Wiedersehen und nichts. Er saß immer mit sehr vielen Frauen, mit Tschechowa, mit der Hoppe, mit ganz arrivierten Schauspielerinnen und die lachten und so. Ich habe mit ihm nie gesprochen und das war im Jahre 34. Und die zwei Jahre habe ich bei den Empfängen wirklich mit ihm nicht gesprochen. Erst bei der Olympiade 36, das war 1936 bei der Olympiade, und da hat der Gustl am Schwanenwerder ein großes Haus gekauft am See. Und er war Nachbar von Goebbels. Der hatte die Villa nebenan.
Und ich kam von der Olympiade einmal mit meinem Wagen zu Fröhlich. Und der Goebbels ging mit seinen zwei Töchterchen am Hand spazieren. Und das war ein Zufall. Ich blieb stehen und er sagte, Frau Barowa, ich hätte gerne das Haus von Herrn Fröhlich gesehen. In dem Moment kam der Fröhlich heraus, der hat es schon gesehen. Und hat gesagt, ja, kommen Sie, Herr Minister, ich zeige es Ihnen gerne. Und da habe ich zum ersten Mal im 36 mit dem Goebbels gesprochen. Ich habe vorher mit ihm überhaupt nie gesprochen. Und also die Kinder, die haben gespielt mit der Eisenbahn von Fröhlich und wir gingen zum See und der Fröhlich unterhielt sich mit Goebbels und ich ging mit den kleinen Mädchen vor und es war irgendwie sehr merkwürdig. Ich spürte diese Stimme von Goebbels, die hat mir sehr gut gefallen. Und aber weiter nichts. Wir haben eben uns unterhalten und dann sagte er, wenn Sie Nachbarn sind, könnten Sie doch mal mit unserer Yacht fahren. Wir fahren öfters heraus und wir würden Sie gerne einladen. Und der Fröhlich sagte, ja, gerne. Naja, und eines Tages kam ein Telefonanruf und der Goebbels hat uns eingeladen. Wir sind also hingegangen, da waren andere Schauspieler, andere Gäste, das war voll, die Yacht. Und wir fuhren also am Wannsee. Und der Fröhlich hat dann so um 6 Uhr gesagt, Herr Minister, es tut mir leid, ich muss Sie bitten, dass Sie mir ein Polizeiboot holen. Ich muss ins Atelier, weil ich spiele den Film Stadt Anatol und ich habe Nachtaufnahmen. Und da sagte der Goebbels, ja, ich rufe ein Polizeiboot. Ich bin aufgestanden und bin mitgegangen. Und da sagte der Goebbels, wo gehen Sie denn hin? Und da sagte ich, ja, ich gehe doch immer hin, immer mit. Und da sagte er, was, Sie sitzen die ganzen Nächte da und schauen zu? Und sagte ich, ja. Sagte er, das ist ja toll, so eine Frau zu haben. Und, aber Herr Fröhlich, heute machen Sie eine Ausnahme und lassen uns Frau Barowa hier. Sie fahren alleine und wir bringen Sie in der Nacht zu Ufa auf Gelände, nicht wahr? Und Sie können versichert sein, dass sie in Ordnung hinkommt. Also er war nicht sehr glücklich, aber ist weggefahren. Und wir fuhren über den See, da haben wir dann gebadet und von so einem Schiff runtergesprungen und so weiter. Und dann sind wir zu einem Schlösschen gefahren und da haben wir Abend gegessen und zurück. Und es war eine wunderschöne Nacht und der Mond schien und es war so herrlich. Und ich stand da auf dem Boot und schaute so ins Wasser und dann kam der Goebbels und stand hinter mir und sagte, na, wie gefällt es Ihnen hier in Deutschland? Und da sagte ich, sehr gut, ich bin sehr glücklich. Ich spiele sehr schöne Rollen und Deutschland gefällt mir sehr gut. Ich war eigentlich sehr überrascht, dass er das fragte, weil ich das vom Gustl nie gewöhnt war. September 1936, Parteitag in Nürnberg. Goebbels in seinem Tagebuch. Das Leben ist schön, es ist Kampf, Schmerz und Glück. Das wildeste Leben ist das schönste. Während des Parteitags 1936 wurde mit der Barowa in der Hauptrolle der Film Verräter uraufgeführt. Sag doch, dass du bei mir bleiben willst. Sag doch, dass du warten willst, bis ich von den Schulden herunter bin. Ich kaufe dir auch einen Wagen.
sobald ich kann. Es wird nicht mehr lange dauern. Da ist meine neue Erfindung fertig. Da bekomme ich Geld. Dann reisen wir. Nach Nizza, nach Italien. Wohin du willst. Und da war die Premiere sehr feierlich. Da war natürlich alles da. Und wir wurden nach der Premiere zum Empfang zu Goebbels eingeladen. Und mir war sehr schlecht. Ich habe nur Fernet Branca getrunken. Und er hat gesagt, essen Sie doch wenigstens Reis oder irgendetwas. Das Sie können doch nicht. Er hat sich sehr bemüht um mich und war furchtbar nett. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen mit mir kokettiert. Er hat sich mit der Irene von Meindorf überhaupt nicht unterhalten, hat sich eigentlich mehr um mich gekümmert. Und dann sagte er, dann, jetzt müssen wir noch in das andere Hotel zum Führer, der wartet auf uns. Also dann sind wir mit vielen Wagen alle zu dem Hitler gefahren. Und ich kam hin und der Hitler kam uns entgegen und sagte gleich zu mir, Frau Barbara, verzeihen Sie, mein Adjutant hat vergessen, die Blumen zu Ihrer Hochzeit zu bringen. Ich schaute ihn an, ganz entgeistert und sagte, wieso, ich habe doch nicht geheiratet. Und er hat gesagt, Sie haben nicht geheiratet. Und der Goebbels, der stand daneben und sagte, Sie sind nicht verheiratet. Und war ganz erstaunt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ihm sehr leicht geworden ist, weil er dachte, ich bin verheiratet. Und da saßen wir da und unterhielten uns. Und hinter uns sang immer irgendein Sänger oder eine Sängerin. Und dann sang jemand, ich bin verliebt, bin so verliebt. Und da hörte ich, wie der Goebbels neben mir sagte, ich auch. Ich habe so getan, als ob ich es überhaupt nicht gehört habe. Und dann hat er gesagt, Sie wollen doch nicht morgen wegfahren. Da habe ich gesagt, ja, ich muss ja die Kur machen. Er sagte, bleiben Sie doch morgen zum Mittagessen noch da. Die Meilendorf bleibt hier und der Willy Birgel. Und dann bleiben Sie doch wenigstens bis zum Mittagessen. Na ja, gut, also ich bin zum Mittagessen geblieben. Ich habe sowieso nichts gegessen, wieder Fernet Branca getrunken. Und dann sagte der Goebbels, könnten Sie, Frau Barova, mit mir in das andere Zimmer gehen? Bin gegangen. Na, und er hat nur gesagt, wieso sind Sie nicht verheiratet? Und da habe ich gesagt, ja, der Gustl wollte mich nicht heiraten. Er sagte, ich muss erst eine Hausfrau werden. Ich muss erst mal lernen, Haushalt zu führen und so weiter. Ich war so blöd, das wollte er ja hören. Ja, er sagte, wir könnten uns doch mal sehen. Kann ich Sie mal anrufen? Ich kann Sie mal zum Tee einladen und so weiter. Und ich habe mir gedacht, na ja gut, also ich habe gesagt, ich habe wenig Zeit, aber bitte versuchen Sie es. Es endete damit, dass ich dann nächsten Tag wegfahren wollte. Und wie ich in dem Zug eingestiegen bin, habe ich mich zum Fenster gestellt und da sehe ich einen Adjutanten auf den Zug rennen mit einem Riesenstrauß Rosen. Und zu mir und hat mir die Rosen gereicht und ein Bild von Goebbels auf Wiedersehen. Naja, da habe ich mir gleich gedacht, naja, jetzt bist du in der Patsche. Jetzt wird's ernst. Na, was sagst du, dass wir endlich einmal Zeit füreinander haben? Ich kann's noch gar nicht fassen. Nach dem, was ich sonst gewöhnt bin. Du hast wirklich Karten für die Oper? Ja, hier, Loge 9. Herrliche Plätze, eine Loge ganz für uns. Ja, wunderbar. Wie hast du das nur angestellt? Es soll doch alles ausverkauft sein. Ja, eine besondere Beziehung, mein Lieber. Und du? Das klingt aber sehr verdächtig. Verdacht schöpfte man auch. Und in Berlin tauchten die ersten, zunächst nur geflüsterten, Gerüchte auf. Der scheinbar glücklich verheiratete Reichspropagandaminister Goebbels
habe eine Affäre mit dem Filmstar Lida Barova. Und dann kam ich nach Berlin und da sagte mir die Mamsell vom Fröhlich, ja, die Propagandaministerium hat angerufen. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ich komme ja nicht raus. Der hat wieder angerufen und hat gesagt, ja, hey, kann ich zum Tee kommen? Da habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich bin in einem fremden Haus und ich bitte Sie, nicht herzukommen. Und da hat er gesagt, ja, dann, ich möchte Sie gerne sehen. Könnten Sie mal zur Autobahn fahren mit Ihrem Wagen und dann in meinen Horch einsteigen und wir machen eine Fahrt. Ja, also ich bin dahin gefahren. Er machte mit mir eine Fahrt und hat mich zum Krumme Lanke eingeladen. Er hat die Krumme Lanke bekommen zum Geburtstag. Und das war ein Blockhaus, 20 Kilometer weit von Berlin, in einem wunderschönen Wald versteckt. Und da hat der Chauffeur auf mich gewartet. Der hat mich dahin geführt, aber man musste durch eine Waldstraße fahren. Dann kam man zu einem riesen abgezaunten Grundstück und da kam der Kaiser, nannte sich der Diener, der machte auf und das war zauberhaft. Dieses Blockhaus hat eine riesen Terrasse gehabt und da war ein kleiner See und da waren Schwäne drauf und es war wirklich eine Idylle. Und da hat er mich eingeladen zum Tee. Ich muss sagen, er hat sich tadellos benommen. Ich verstehe nicht, dass so viele meiner Kolleginnen schreiben, dass er sie wahnsinnig verführen wollte gleich und so weiter. Und dass er, ich weiß nicht, sich unanständig benommen hat, das kann ich nicht sagen. Er hat sich zu mir wunderbar als Kavalier benommen und ich habe Tee getrunken und habe mit ihm gesprochen, wir haben gelacht und er hat mich wieder fahren lassen und es war gar nichts. Er hat sehr viel Geduld gehabt in das Werben um mich. Das habe ich ja gemerkt. Aber ich lebte halt mit Gustl und ich habe überhaupt nicht irgendwie ihn dazu gelassen, dass er mir irgendetwas anderes sagt. Nicht? Er hat sich wirklich wunderbar zu mir benommen. Ich weiß nicht, von Leni Riefenstahl und von vielen meinen Kolleginnen lese ich in den Büchern, der hat sie immer belästigt. Ja, dieser Mann hätte überhaupt nicht arbeiten können, wenn er so viele Frauen gehabt hätte. Und wenn er sich um jede Schauspielerin beworben hätte, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wenn ich das lese, dann habe ich das Gefühl, dass sich viele meiner Kolleginnen interessant machen. Die machen sich interessant, der ist tot und sie können ruhig schreiben, dass er mit ihnen irgendwie anbandeln wollte oder so, sowas. Das kann man ja heute nicht mehr beweisen, nicht wahr? Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Zu mir hat er sich wunderbar benommen. Und das, mit Gustl ging das weiter. Wir haben uns nicht mehr so gut verstanden. Und es ging irgendwie dann zu Ende. Der Goebbels hat mich gerade angerufen in meinem Haus. Der Fröhlich schreibt übrigens, dass ich immer bei ihm wohnte. Das stimmt nämlich nicht. Ich hatte immer meine Wohnung. Ich habe mal 2-3 Tage bei ihm gewohnt, vielleicht über Samstag, Sonntag oder wenn ich nicht gefilmt habe. Aber ich habe immer meine Wohnungen gehabt. Das stimmt nämlich gar nicht. Und der hat mich da angerufen und meldete sich Herr Müller. Und ich habe mit ihm gesprochen und dann kam der Fröhlich und sagte, mit wem sprichst du? Da habe ich gesagt, na, mit einem Herrn Müller. Und da hat er das Telefon genommen und hat gesagt, wer spricht da? Und da war Stille. Und da hat er gesagt, jetzt weiß ich Bescheid.
Goebbels wohnte im Winter in der Stadt. Und ich drehte Patrioten. Und Gustl hatte Premiere, ich weiß jetzt nicht von welchem Film. Und ich konnte nicht zu der Premiere kommen. Und da sagte ich, ich werde nach den Dreharbeiten zu ihm fahren am Schwanwerder. Und er wird in der Pause kommen und wird mir sagen, wie es gegangen ist. Und ich bin, also nach den Dreharbeiten bin ich gefahren und kam in sein Haus, habe so eine große Tasche immer mitgehabt, die habe ich da hingelegt und sagte zu der Mamsell, ich gehe ihm entgegen, ich will ein bisschen frische Luft schnappen und zwar Schnee. Und ich ging, da war nur eine Straße am Schwanwerder, ich konnte ihn nicht verfehlen. Und ich ging ihm entgegen und sehe Lichter. Und da habe ich so gemacht und auf einmal fährt der Goebbels mit seinem Fahrer vor. Und da sagte ich, um Gottes Willen, was machen Sie hier? Und er sagte, ich habe mir einheizen lassen, ich will eine Rede schreiben, ich will Ruhe haben. Und ich stehe und habe mit einem Bein so auf dem Trittbrett so gestanden. In demselben Moment kommt der Gustl mit seinem Wagen, bleibt stehen und er hat geglaubt, dass ich aus dem Wagen von Goebbels heraussteige und ist da stehen geblieben und hatte gesagt, so, Herr Minister, jetzt weiß ich Bescheid. Wir schauten uns an, weil wir wussten nicht, was das soll. Der hat die Tür zugeknallt und ist weg. Ich habe gesagt, Verzeihung, und bin nachgelaufen. Und jetzt sah er, dass meine Tasche da liegt, dass ich schon zu Hause war. Jetzt war er bleich wie ein Leintuch und sagte, um Gottes Willen, ich hab gedacht, du steigst aus dem Wagen heraus. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin dir entgegengegangen und da ist der Goebbels gekommen. Der sagte, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Dann sage ich, ja, mach was du willst, ruf ihn an oder entschuldige dich schriftlich oder mach was du willst. Ich habe damit nichts zu tun. Und er hat nächsten Tag im Atelier Kollegen erzählt, dass er Herrn Dr. Goebbels Bescheid gesagt. Und Sie wissen, aus einer Fliege macht man einen Elefanten. Die Kollegen haben gleich daraus einen riesen Ding gemacht und dann fiel eine Ohrfeige und der Goebbels lag im Krankenhaus mit blauen Augen und ich weiß nicht was. Und er ging dann in der Skala, ist er aufgetreten und da hat er immer gesagt, wie Sie sehen, habe ich den Herrn Minister nicht belästigt. Ich bin da und so weiter. Jetzt die Leute, die nichts gewusst haben, haben gesagt, was ist los eigentlich? Nun, die Flüsterpropaganda ging weiter und daraus wurde eine Ohrfeige, die nie gefallen ist. Der Fröhlich war Held des Tages. Man sagte, ich möchte einmal fröhlich sein und so weiter. Und er hat sich gebadet in diesem Ruhm, jahrelang. Er hat nicht die Wahrheit gesagt, er hat sich feiern lassen, dann in Prag hat er einen Film gemacht, die Amerikaner haben ihn auf den Schultern getragen und er hat also 20 Jahre in dieser Ohrfeigengeschichte gelebt. Jetzt schreibt er, dass es nicht wahr ist. In seinem Buch Goebbels schreibt Ralf-Georg Reuth, schließlich wurde aus dem klumpfüßigen Propagandaminister und der jungen Filmschönheit ein Paar. Und Goebbels notiert in seinem Tagebuch, herrlich, der Führer schwärmt sehr von Patrioten und dem Spiel der Barova. Das freut mich sehr. Das war ein Mensch, der mir wahnsinnige Sicherheit gegeben hat. Bei Fröhlich war ich nie sicher. Er hat mir nie gesagt, ob ich ihm gefallen habe in einem Film, ob die Premiere gut war. Das fehlte mir. Und der Goebbels war sehr offen und hat mir, ich habe
Ich bin auch da eine bessere Schauspielerin geworden. Was denkst du? Ich denke immer daran, dass ich fort muss. Wenn du jetzt fortgehst, dann schreie ich dir. Dann schreie ich. Wie ist das alle? Dann schreie ich. Pierre, da hast du mich denn gar kein bisschen lieb. Der liebe Gott hat dich doch für mich auf die Straße gelegt. Und ich hab dich gefunden. Und du hast mich gesund gepflegt. Und nun muss ich weiter. Und ich danke dir für alles. Ach, Pierre. Ich hab dich so lieb. Und du kannst nicht bei mir bleiben. Bist du denn verheiratet, Pierre? Hast du eine Frau? Nein, ich habe keine Frau. Liebster Pierre, niemand auf der ganzen Welt kann dich so lieb haben wie ich. Du bist so jung, Therese. Du bist so ein schönes Mädchen. Und du hast ein gutes Herz. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Er war sehr geistreich. Sehr, also sarkastisch konnte er sehr sein. Er hat seine Kollegen nachgemacht. Und wir haben viel gelacht und wir haben uns sehr gut verstanden. Ich muss sagen, er war ein sehr nobler Mensch und ein sehr, sehr verständlicher Mann. Und ich kenne ihn nur so. Und wenn ich da zum Abendessen geblieben bin, naja, der Kaiser, der konnte nichts anderes machen als Bratkartoffeln und die hat er immer verbrannt. Und wir haben die verbrannten Kartoffeln immer gegessen und uns hat es geschmeckt. Wir haben dabei gelacht und uns hat es gar nichts ausgemacht. Und er war irgendwie, er hat mir einmal gesagt, was ich machen würde, wenn alles schief gehen würde. Ich habe nichts verstanden, das war im Jahre 37. Da habe ich gesagt, was sollte denn schief gehen? Ich weiß es nicht. Und er sagte, naja, also was würdest du machen, wenn wir auseinandergehen? Würdest du auf mich warten? Da habe ich gesagt, ja, ich nehme an. Und er sagte, ja, spiel mir mal vor, ob du mich da oben erkennst. Und da musste ich weggehen und musste ihm entgegenkommen und habe ihm vorgespielt, ob ich ihn erkenne. Also irgendwie naiv und sehr gottgläubig und sehr herzlich. Und ich kenne ihn nicht anders. Viele Leute sagen, er wäre ein Teufel. Er ist zu mir nie so gewesen. Ich kann es leider nicht sagen. Zu mir war er immer furchtbar nett. Ich habe ihn geliebt auf meine Weise. Ich war sehr jung. Sie dürfen nicht vergessen, ich war 22 Jahre alt. Und da ist man ja sehr anfällig für diese Sachen. Ich habe eigentlich seine Liebe geliebt. Er hat mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Mein Führer, verehrte Gäste, meine Parteigenossen und Parteigenossinnen. Was wir unter Idee und Weltanschauung im Allgemeinen zu verstehen pflegen, hat mit dem, was man Bolschewismus nennt, gar nichts zu tun. Es handelt sich bei ihm um einen pathologischen, verbrecherischen Wahnsinn,
nachweisbar von Juden erdacht und von Juden geführt, mit dem Ziel der Vernichtung der europäischen Kulturvölker und der Aufrichtung einer internationalen jüdischen Weltherrschaft über sie. Die Einzelheiten, die über die Ermordung von Priestern und Schändung von Nonnen an uns gelangen, sind ganz unvorstellbar und deshalb auch gar nicht wiederzugeben. Es ist das historische Verdienst des Führers, das ihm heute bereits von der ganzen Welt zugestanden wird, dem Ansturm des Bolschewismus im Osten an Deutschlands Grenzen einen Wall entgegengesetzt und sich damit überhaupt zum geistigen Bahnbrecher Europas in seiner Auseinandersetzung mit den Subversiven. Ich glaube, er hat gefühlt, dass ich kein Interesse habe, über Politik zu sprechen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe wirklich, wie die Leni Riefenstahl das schreibt, ich habe bis 38 nichts gewusst über KZ oder irgendwelche Sachen. Das habe ich dann im Protektorat erfahren, langsam. Aber damals habe ich das noch nicht gewusst. Und ich wusste eigentlich nicht, was Nationalsozialismus ist. Ich habe das irgendwie, ich habe gesehen, alle Leute haben Arbeit, allen geht's gut, meine Kollegen, jeder hatte eine Villa, jeder hatte ein Mercedes oder Horch, jeder hatte wunderschöne Rollen, jeder war glücklich. Auch wenn heute sagen sie, sie haben viel durchgemacht, das ist gar nicht wahr. Denen ging's wunderbar. Ich habe keine Villa gehabt. Und ich habe keinen Horch gehabt. Ich habe ein BMW gehabt. Und ich habe eine gemietete Wohnungen gehabt. Also ich wollte von Goebbels nichts. Er hätte mir bestimmt eine Villa geschenkt, wenn ich gewollt hätte. Oder einen Wagen. Ich habe mir meinen Wagen selber gekauft. Er hat sich wirklich in mich verliebt. Er liebte mich sehr. Und ich war einmal in London, heimlich. Ich wollte MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, engagieren für 7 Jahre. Und die waren schon in Prag und ich habe in Prag nicht gewollt. Und dann haben sie in Berlin mich dazu gebracht, dass ich nach London geflogen bin. Und ich habe dort Probeaufnahmen gemacht, habe dort Robert Taylor kennengelernt, der hat den Student of Oxford gespielt mit Moran und Sullivan. Und die wollten mich unbedingt engagieren. Und ich habe aber meinen Vertrag mit der UFA noch gehabt. Und da habe ich mir gedacht, nein, den mache ich noch zu Ende. Amerika läuft mir nicht weg. Ich habe ja natürlich nicht Ahnung gehabt im 37, was kommt. Wenn ich es geahnt hätte, wäre ich nach Amerika gegangen und es wäre alles anders geworden. Und ich bin also mit diesem Vertrag nach Berlin gekommen und habe noch Theater gespielt mit René Detgen, Josephine von Hermann Bahr und ich habe die preußische Liebesgeschichte gemacht. Und der Goebbels hat sich neben seine Villa noch eine Villa gekauft, um allein zu sein, um mit mir in der Nacht telefonieren zu können. Und er war furchtbar eifersüchtig und mein Leben war damals sehr schwierig, weil er wollte immer, dass ich herausfahre nach Krummelanke. Und ich war müde, ich habe gefilmt, ich habe gearbeitet, ich habe Step gehabt, ich habe Akrobatik gehabt, Gesang und alles. Ich habe so viel zu tun gehabt. Ich bin manchmal mit Zorn in den Augen, mit Tränen bin ich rausgefahren, aber ich konnte nicht anders. Und er hatte solche Angst, dass er mich verliert, dass er zu seiner Frau gegangen ist und hat ihr alles gebeichtet. Er hat ihr gesagt, dass er mich liebt und dass er ohne mich nicht leben kann. Da hat er mich angerufen und hat gesagt, ich habe meiner Frau alles gesagt. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, das ist also das Ende. Das ist sehr schlimm. Das Familienleben geht scheinbar geordnet und zumindest nach außen hin harmonisch weiter. Die Fotos der Familie Goebbels sollen über die Liebesaffäre des Ministers hinwegtäuschen. Ein Privatfilm soll nach wie vor Familienidylle demonstrieren. Allerdings, Tagebuchnotiz von Goebbels am 5. August 1938.
Zu Hause hatte Magda eine wichtige Unterredung. Sie ist für mich von großer Bedeutung. Die Unterredung, sehr wahrscheinlich mit Lida Barova, betraf den Fortbestand dieser Ehe zu dritt. Goebbels war offensichtlich entschlossen, sich von Frau und Kindern zu trennen. Begründung: Ein Wunder ist geschehen. Das Wunder Barova nämlich. Oder mit den Kindern gespielt. Helga ist süß und innig wie nie. Über seine Frau Magda dagegen: Magda in Berlin, gereizte Stimmung, ewiger Groll. Das ist zum Kotzen. Er hat dann leider das seine Frau gesagt und die Frau wollte mit mir sprechen. Ich war natürlich furchtbar aufgeregt und bin vom Atelier zu ihr gefahren und die Frau hat mich also empfangen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie schon Cognac getrunken hatte. Sie hat so eine Karaffe Cognac da stehen gehabt und sie hat gesagt, sie lieben meinen Mann. Und ich habe gesagt, ja. Sie sagte, ich liebe ihn auch. Ich habe gesagt, ja, ich weiß. Und sie sagte, ja, das ist, wissen Sie, er ist ein Genie und wir müssen für ihn da sein, beide. Was hier passiert in meinem Haus, das ist mein Haus. Was draußen passiert, ist mir egal. Sie müssen mir nur versprechen, dass Sie kein Kind bekommen. Ich bin ein paar Mal, wollte ich herauslaufen. Sie hat mich wieder zurückgeholt und ich habe ihr gesagt, helfen Sie mir aus Deutschland weg. Ich möchte nach Amerika. Seien Sie mir behilflich. Ich möchte weg. Es hat keinen Sinn. Und sie hat gesagt, nein, bitte trinken wir Bruderschaft. Du darfst nicht von hier weg. Er würde mich verlassen. Er kann ohne dich nicht leben. Du musst für ihn da sein. Da kam er schon. Er dachte, das ist alles in Ordnung. Er hatte einen Ring gebracht, mir eine Brillantenbrosche. Und hat er gesagt, also ist alles in Ordnung. Sie sagte, ja, das ist alles in Ordnung. Und Lida kommt nächsten Weekend zu uns. Da habe ich gesagt, wieso? Ja, du musst zu uns kommen und bei uns bleiben, Samstag, Sonntag. Das war mir sehr unangenehm. Aber bitte, ich bin rausgefahren und sie hat mich schlafen lassen mit ihrer Schwägerin, damit ich ja bewacht bin. Und am nächsten Tag sind wir rausgefahren mit dem Schiff. Ich bin geschwommen, immer sehr weit. Ich wollte mit der ganzen Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich war irgendwie gestört und ich wollte nicht. Und sie ist mir nachgeschwommen und hat immer gefragt, bist du glücklich, Lida? Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht glücklich. Ich wollte mit ihr nicht sprechen. Und dann sind wir wieder auf dem Schiff. Ich habe mich immer so benommen, dass ich mit ihr nicht sprechen musste und so weiter. Und abends sollte ein Film vorgeführt werden. Und sie sagte, ich möchte eine Ondra. Und Goebbels sagte, nein, ich möchte den Spieler. Und da spielte ich. Also das war schon ein etwas, was sie geärgert hat. Und dann hat er sich zu mir gesetzt und sie saß mit dem Hanke, mit dem Staatssekretär Hanke hinter uns. Und das hat ihr alles nicht gefallen, ich konnte nichts dafür. Und sie ist am nächsten Tag zum Hitler und hat ihm alles anders erzählt, als es war. Hat ihm gesagt, ich hätte mich in ihre Ehe eingeschlichen und hat gelogen. Und der Hitler hat sich den Goebbels kommen lassen und hat von ihm Ehrenwort verlangt, dass er mit mir Schluss macht. Er hat das Ehrenwort gegeben, hat mich angerufen und hat mir das gesagt. Dazu Goebbels in seinem Tagebuch. Abends kommt der Führer. Magda spricht mit ihm. Dann habe ich mit ihm eine sehr lange und ernste Unterredung. Der Führer ist zu mir wie ein Vater. Ich bin ihm so dankbar dafür. Ich fasse sehr schwere Entschlüsse.
aber sie sind endgültig. Das Leben ist so hart und grausam, aber die Pflicht steht über allem. Also werde ich mich ihr beugen, ganz und ohne Klage. Und nun fängt ein neues Leben an, ein hartes, grausames, nur der Pflichtergebnis. Die Jugend ist nun zu Ende. War sie zu Ende, die Jugend und die Liaison mit der Barova? Nun hatte es auch Goebbels getroffen, jenes Führer befiehl, wir folgen. Und wieder einmal dokumentiert er, nach außen hin, eine glückliche Ehe und Familieneintracht. Aber der Schein trügt. Ich war natürlich furchtbar getroffen. Aber ich spielte dann einen Film, ich musste, Die Geliebte hieß der Film, mit Willy Fritsch. Und ich musste zu Außenaufnahmen und da passierte noch gar nichts. Aber der Goebbels, der konnte nicht, das nicht lassen. Er hat mit der Hilde Körber, mit meiner Freundin, dauernd telefoniert, wie es mir geht. Er hat sich mit ihr getroffen in einem Wäldchen am Wannsee. Er hat gesagt, wir sollen ins Theater gehen, in der ersten Reihe sitzen. Er wird in der Loge sitzen, damit er mich sieht. Er hat uns in eine Bar bestellt, da hat er angerufen, mit der Hilde gesprochen. Das hat man ja alles beobachtet. Und der hat ganz naiv gedacht, dass er Freunde hat. Er hatte keine Freunde. Und das platzte und der Hitler hat am Obersalzberg alle zusammengerufen, Magda Goebbels, den Hanke, den Polizeidirektor Heldorf von Heldorf, der dann gehängt wurde nach dem Attentat. Er war beteiligt auf dem Attentat an Hitler. Und der hat mich zu sich gerufen, der Heldorf, und hat gesagt, ich muss mit Ihnen sprechen. Frau Körber muss draußen bleiben. Und hat mir gesagt, ja, also, Sie müssen sich vom Film zurückziehen. Sie müssen sich von der Gesellschaft zurückziehen. Sie dürfen nicht mehr filmen. Der Führer hat es entschieden. Sie sind verboten. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt spreche ich mit Ihnen privat. Und jetzt werde ich Ihnen erzählen, was sich da alles abgespielt hat oben. Die Magda Goebbels wollte sich scheiden lassen. Die war schon so weit, dass sie sich scheiden lassen wollte. Der Goebbels wollte abtreten, abdanken und wollte nach Japan als Konsul gehen und sagte, wenn ich Krawatten verkaufen müsste in Japan, ist es mir egal, aber ich möchte abdanken. Da hatte Hitler einen fürchterlichen Krach gemacht und hat natürlich getobt, er hat den Goebbels gebraucht, nicht wahr? Der konnte das nicht annehmen. Und hat da so einen Krach gemacht und dann hat er gesagt, also gut, versucht zusammen 3 Monate zu leben. Und wenn nach 3 Monaten ihr mir sagt, dass ihr nicht miteinander leben könnt, dann gebe ich euch die Scheidung. Das war natürlich nicht so gedacht. Er wollte nur Zeit gewinnen. Und ich habe an dem Heldorf gesagt, ich möchte noch einmal mit Goebbels sprechen, bevor Schluss ist. Der hat gesagt, das ist nicht möglich. Da habe ich gesagt, gut, dann werde ich mich umbringen und dann habt ihr den Skandal. Ihr wolltet keinen Skandal, da habt ihr den Skandal. Ich habe den ganzen Tag, hatte Heldorf mit dem Hitler telefoniert, hin und her, dann kam ein Arzt, hat mir Morphium gegeben, bei der Hilde Körber lag ich auf dem Couch, der hat mir Morphium gegeben, damit ich Ruhe gebe, ich habe mich dauernd übergeben, ich konnte das Morphium nicht vertragen. Endlich um 21:30 abends rief Goebbels an und hat mit der Hilde gesprochen. Und die Hilde sagte, komm an den Apparat.
Ich kam ans Apparat und der Goebbels sprach zu mir und hat gesagt, ich spreche von meinem guten Freund Göring. Der ist anwesend. Also er durfte nicht mal mit mir allein sprechen. Und Göring war nicht sein Freund. Und er hat mir gesagt, bitte, Liduschka, bleib ein guter Mensch. Was sie dir antun und noch antun werden, werde nicht böse. Bleib so, bitte, so gut wie du bist. Und ich habe nur geweint und ich konnte mit dem Morphium überhaupt nicht. Ich bin immer rausgelaufen und musste mich übergeben. Die Hilde sprach dann weiter mit ihm. Also das Gespräch war eigentlich kein Gespräch. Bist du müde? Ja, ein bisschen. Komm, lehn dich ein wenig zurück. Das ist besser so, nicht wahr? Ja. Ist dir es auch nicht unbequem? Nein, nein. So kann ich's lange aushalten. Aber ich will nicht zur Fußballerin. Ich will gar nicht schlafen lassen. Nur eine halbe Stunde. Ich habe ja korrespondiert mit Amerika, wie das an Obersalzberg war. Und ich war verboten und von Gestapo verfolgt. Bei meinem Haus standen zwei Wagen Tag und Nacht von Gestapo und die sind hinter mir her. Da habe ich mit Amerika korrespondiert. Und ich war so dumm, Amerika hat mir nicht mehr die Bedingungen gegeben, wie damals in London. Nicht so viel Geld und nicht, dass ich im ersten Jahr sofort filmen werde. Und ich habe blöderweise das nicht akzeptiert. Und dann kam noch der Adjutant Schaub zu mir, weil sie wussten, dass ich mit Amerika korrespondiert. Die wussten alles von Gestapo. Und der kam und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, Frau Barova, ich mache Sie aufmerksam, gehen Sie nicht über die Grenze von Deutschland. Es könnte Ihnen was passieren. Wir wissen, dass Sie mit Amerika verhandeln. Er hat mir also Angst gemacht, dass die wussten nicht, die haben gedacht, dass ich Gott weiß was, weiß. Ich habe politisch überhaupt nichts gewusst. Und die haben Angst gehabt, dass ich in Amerika auspacken könnte. Und deswegen wollten sie nicht, dass ich dahin gehe, nicht, dass ich überhaupt weggehe. Und deswegen kam er zu mir und hat gesagt, es könnte mir was passieren. Ich habe das ernst genommen, weil ich eben die von Gestapo dauernd verfolgt wurde. Und ich habe Angst gehabt, überhaupt nach Prag zu kommen. Ich habe einen Manager gekannt, einen Österreicher, der hat überhaupt nichts zu tun gehabt und der war so mein Freund, der hat für mich Post erledigt und alles. Und der hat gesehen diese Situation und hat gesagt, ich werde dich rausbringen. Und er hat das studiert, die Route, und kam dann eines Tages und hat gesagt, also in ein paar Tagen fahren wir. Und da habe ich gesagt, du, das könnte passieren, dass mir etwas an der Grenze passiert. Ich soll doch nicht raus. Er sagt, hab keine Angst, ich habe alles arrangiert. Und er hat es wirklich so arrangiert, dass wir nachts aus dem Fenster gestiegen sind. Wir sind mit dem Wagen ganz andere Wege gefahren. Nur Wege, wo die Kühe fahren. Fürchterliche Wege, die ich fast nicht mit dem Wagen fahren konnte. Wir sind nicht an die Grenze gekommen. Auf einmal sagte er, wir sind in der CSR. Jetzt lass mich sofort raus an einem Bahnhof. Ich muss so in der Früh in Berlin sein, damit ich nicht schuldig bin. Und ich bin weiter nach Prag gefahren. In Prag begann sie wieder Theater zu spielen und zu filmen.
Nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Deutschen erhielt sie Berufsverbot. Lida Barová ging nach Rom und drehte dort bis 1943 sechs Filme. Im selben Jahr landeten die Alliierten in Italien. Die Barová wurde ausgewiesen und musste zurück in ihre Heimat. Man steckte sie zur Zwangsarbeit in eine Fabrik. Im Frühjahr 1945 riet ihr Hans Albers, der damals in Prag einen Film drehte, noch rechtzeitig vor dem Einmarsch der Russen zu fliehen. Die Barová befolgte seinen Rat, tauchte in Bayern unter. Aber die amerikanische Besatzungsmacht hatte wenig Verständnis für die ehemalige Geliebte des Reichspropagandaministers Goebbels. Sie lieferte Lida Barová an die Tschechen aus. Dort wurde sie verhaftet, verurteilt, kam ins Prager Gefängnis Pankraz und musste dort 18 Monate absitzen. Hat sie nun, wie so viele, von allem nichts gewusst? Selbst als Geliebte von Goebbels nicht. Ist sie zu naiv, zu jung, vielleicht auch blind gewesen? Ich kam nach Prag, fühlte ich mich geborgen und ich dachte, jetzt bist du heraus. Naja, Sie wissen, es ist dann sehr viel passiert, weil wir Tschechen besetzt von Deutschen. Und da wusste ich, was die Nazis sind. Da habe ich sie kennengelernt. Ich wusste von dieser Brutalität, von diesem Wahnsinn, habe ich eigentlich erst in Prag erfahren. Ich war ja 38 schon weg. Und ich musste das alles in Prag erleben. Und ich konnte die Deutschen nicht mehr leiden. Ich bin nach Italien gegangen und in Italien gefilmt, damit ich von ihnen loskomme. Aber ich kam nie los. Das war mein böses Schicksal. Und ich konnte nichts dafür. Heute, mein Gott, heute sehe ich das mit anderen Augen. Aber wissen Sie, mit 22 Jahren ist das wahnsinnig schwer, alles das zu begreifen. Und meine Kollegen, die lebten wunderbar. Die haben ihre Villen gehabt, ihre wunderschönen Rollen. Alle gingen zu den Empfängen. Ich habe nicht gewusst, dass das so furchtbar ist alles. Niemand hat mir gesagt, pass auf oder tu das nicht. Oder wie die Nazis sind. Vielleicht haben sie Angst gehabt oder vielleicht wollten sie nicht. Aber ich wusste das alles gar nichts. Heute sehe ich die Dinge ganz anders. Und ich war nie eine Nazi, nicht im Geringsten. Jene Divisionen, die jetzt schon zu kleinen Offensiven angetreten sind und in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Nachdem die Stalinisten in der Tschechoslowakei die Macht übernommen hatten, floh die Barová erneut, diesmal nach Österreich. In Österreich lebt sie seit 1948, heute in Salzburg. Sie war zweimal verheiratet, jetzt ist sie Witwe. Ihre Versuche, nach dem Krieg wieder ins deutsche Filmgeschäft einzusteigen, sind gescheitert. Niemand wollte sie. In den 50er Jahren drehte sie zahlreiche Filme in Italien und in Spanien. Erst 1960 erhielt sie ein erstes deutsches Theaterengagement in Düsseldorf. Danach spielte sie verschiedene Rollen an Theatern in der Bundesrepublik. Heute hat sie sich von der Schauspielerei ganz zurückgezogen. Wissen Sie, ich bin in eine Falle eingegangen, die auf einmal zu war. Und ich konnte nicht mehr raus. Ich habe dann tatsächlich eine Angst gehabt vor ihm. Eine pure Angst, weil er war zu mächtig. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mit jemandem geflirtet habe. Ich habe zum Beispiel mich verliebt in einen wunderbaren, großen deutschen Schauspieler.
bei Winterhilfe und wir waren gute Freunde. Aber ich hatte Angst um ihn. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich in ihn verliebt bin, weil ich ihm nicht schaden wollte. Und das war das, was mich furchtbar kränkte. Und ich war manchmal furchtbar unglücklich und im Geheimen habe ich geweint. Aber ich wusste nicht, wie ich aus dieser Sache herauskommen soll. Er hat mich überall gefunden. Ich konnte in Prag sein, ich konnte in St. Moritz sein, ich konnte in Viareggio sein. Er hat mich immer angerufen. Ich wusste, dass dieser Mann plötzlich hinter mir her war. Er hat sich absolut in mich verliebt und das wusste ich nicht. Ich habe das dann gesehen. Das war aber zu spät. Ich konnte nichts machen. Und ich habe das gemerkt. Ich habe zum Beispiel, war ich verliebt in Paul Martin, in meinen Regisseur von Preußische Liebesgeschichte. Aber wenn ich begeistert von ihm sprach, dann habe ich gesehen, wie er zornig war und wie er das überhaupt nicht ertrug. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, du musst vorsichtig sein. Du darfst niemanden schaden. Bist eine Tschechin. Er konnte mich ja ausweisen als eine Tschechin. Er konnte den Leuten schaden. Also ich war so einsam. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Ich musste ganz allein damit fertig werden. Und das konnte ich einfach nicht. Dazu war ich zu jung. Das ist nicht zu beschönigen oder mich irgendwie herausreden. Ich bin eine alte Frau, ich habe das nicht nötig. Wozu denn? Ich sage nur die Wahrheit. Das war ein Irrtum. Ich bin irgendwie da in eine Geschichte reingefallen und ich wusste nicht, wieso.